Das hat etwa vor 4 Jahren angefangen mit einem kleinen Budgetplan, so einer Excel-Tabelle, wo ich mit dem Alischen mal durchgegangen bin. Und dort haben wir eigentlich dann festgestellt, dass wir ziemlich hohe Ausgaben haben und darauf haben wir uns dann vorgenommen, kleiner zu werden. Wir haben dann ziemlich schnell einen Nägel mit den Köpfen gemacht und gesagt, wir möchten einen minimalistischeren Lebensstil pflegen und ausprobieren. Und darauf sind wir dann relativ schnell auf die Idee Tiny House gekommen. Also zur Projektphase kann man eigentlich sagen, dass wir über 2 Jahre temporär daran gearbeitet haben. Etwa zu 20% Freitag, Samstag, am Mittag. Und das Projekt eigentlich planerisch entwickelt haben. Das ist völlig auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Also das heisst, wir haben alles custom gemacht, bis und mit den Fenstern und Türen. Und nach dieser Planungsphase ist dann die Bauphase gekommen, wo wir dann über ein halbes Jahr das gebaut haben vor Ort mit Gerüst und einen Teil in der Werkstatt vorbereitet. Da haben wir beim Bauen gemerkt, dass es Sinn macht, dass wir nicht zusammen am gleichen Ecke schafft. Das hat verschiedene Gründe. Tina hat sich jetzt beispielsweise sehr stark mit der Solaranlage auseinandergesetzt, während ich irgendwie mit einer Trennwand am Schreiner war oder die Schiebetüren dann eingepasst habe. Der Alisch und ich, wir haben beide an der ZHAW studiert. Der Alisch ist ausgebildeter Architekt und ich bin Betriebsökonomin. Und vorgängig, also bevor wir eigentlich das Projekt gestartet haben, bin ich im Projektmanagement tätig gewesen und der Alisch war Bauleiter gewesen und immer noch. Und die Kompetenzen, die haben wir eigentlich ziemlich gut können mergen in dem Projekt, das wir gemeinsam erarbeitet haben. Und da ist natürlich auch unsere Ausbildung an der ZHAW uns ziemlich zu gut gekommen. Wir testen jetzt mittlerweile ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr steht uns jetzt noch bevor, aber was wir jetzt schon sagen können, ist, dass wir 90% weniger Energie brauchen wie in der vorgehenden Wohnlösung. Und das ist ja eigentlich schon unglaublich, das Ergebnis. Da haben wir ja selber nicht einmal damit gerechnet. Dementsprechend sind wir recht happy soweit mit dieser Lösung. Es gibt uns ein gutes Gefühl und es gibt uns auch Mut, irgendwo nehmen, um an dem weiterzuarbeiten, das weiterentwickeln. Also so kleine Wohnformen, denke ich, haben in der heutigen Gesellschaft eine Chance, um in Lücken hineinzukommen. Also es gibt viele Grundstücke, die noch unausgenutzt sind, also die noch eine Reserve haben. Und dort könnte man zum Beispiel relativ einfach mit so einem teilautarken Konzept hineingumpen und für ein paar Jahre eigentlich Mehrwert generieren, wegen der Steuereinnahmen für die Gemeinde, aber auch für die Besitzer von Grundstücken. Also das Ziel von dieser Testphase ist mitunter herauszufinden, ob man das Konzept auch für interessierte Mitmenschen in der Schweiz realisieren kann und das auch lokal da kann produzieren und stellen kann.